Shabby Schick ganz einfach selbst gemacht. Wie Sie aus einer alten Kieferkommode einen Shabby Chic Hingucker machen, zeigen wir Ihnen in diesem kurzen Video. Sie benötigen nur feines Schleifpapier und einen Pinsel und natürlich Isoliergrund, Kreidefarbe und Schutzlack aus dem Shabby schick Sortiment von Gebig und Metally. Zunächst wenn möglich die Griffe des Möbelstücks abschrauben. Groben Schmutz entfernen. Nun bitte das gesamte Möbelstück leicht anschleifen, damit die Farbe später besser haftet. Den Schleifstaub entfernen Sie dann mit einem feuchten Tuch. Zuerst wird das Möbelstück mit Shabby Schick Isoliergrund gestrichen, damit alte Flecken oder Wasserränder später nicht zum Vorschein kommen. Wenn Sie Ihr Möbelstück weiß streichen möchten, können Sie hierfür gleich den weißen Isoliergrund nehmen. Nachdem der Isoliergrund getrocknet ist, kann die Kreidefarbe aufgetragen werden. Hier im Farbton Wolkenweiß. Gut aufrühren und dann einfach mit dem Pinsel verstreichen. Nach der Trocknung kann ein zweiter Anstrich erfolgen. Nun können Sie mit einer weiteren Kreidefarbe farbige Highlights setzen. Die Schubladen werden im Farbton Sandgelb gestrichen. Auch hier gilt wieder, Farbe kurz aufrühren und einfach aufstreichen. Je nach gewünschter Deckkraft können zwei bis drei Anstriche vorgenommen werden. Um den gewünschten Shabby Chic Look zu erzielen, müssen jetzt nur noch die Ecken und Kanten angeschliffen werden. Durch das Anschleifen kommt der weiße Farbton unter dem Gelb wieder zum Vorschein. Wer stärker schleift, bringt den Holzton zum Vorschein. Nachdem der Schleifstaub entfernt wurde, sollte das Möbelstück noch mit Shabby Chic Schutzlack versiegelt werden, um die Farben zu schützen. Einfach mit einem Pinsel auftragen und trocknen lassen. Bei Bedarf einen zweiten Auftrag durchführen und fertig ist die Shabby Chic Kommode. Shabby Chic ganz einfach selbst gemacht.